Ja, hallo Lieben, hier ist Christian Schemeier. Ja, bist du, ich bin, genau. Erstmal euch vielen Dank für die tolle Aktion. Letzten Tagen auf liebeschiff.de, heute löschen wir den Kurs, wir warten noch auf so ein paar letzte Nachzügler, also vielleicht kannst du unseren Code dort morgen noch nutzen, aber heute gehen wir mal auf zwei andere Themen ein. Ja, ich wollte nochmal sagen, wir machen mal, ich drücke den Abo-Knopf Februar, gucken wir immer noch locker 50% hier meinen Kanal, ohne auf den Abo-Knopf zu drücken. Wenn du irgendwie mich unterstützen willst, tipp einfach mal, einfach kurz, Maus, tick, tack, Abo, würde mir sehr helfen, danke. Hoffentlich kriege ich wieder einen Hustenanfall, irgendwie, kennt ihr das auch, wenn man Müsli isst und dann hängt irgendwas da irgendwo fest, keine Ahnung. Ja, und zwar zweimal ganz interessante, mal was anderes, und zwar jetzt einmal darum, wie gehe ich damit um, wenn es so, ich sag mal, so delikaten, was ich meine, Content von einem gibt und jemand möchte, dass der gelöscht werden soll, ne? Wie geht man damit um? Zweite Frage heute ist, wie gehe ich damit um, wenn ich auf Social Media bin und von dem Ausmaß an Dreck, es da gibt, überfordert bin. Ja, interessante Fragen. Also fangen wir mit der ersten mal an, mit dem delikaten Content. Schauen wir mal. Hallo Christian, ich befinde mich in einer Situation, in der ich nicht weiß, was richtig und falsch ist. Vielleicht habe ich ja Glück mit einer Videoantwort. Ich bin seit langem mit meinem Partner in tiefer Liebe zusammen. Wir sind in den 50ern und hatten letztens Silberhochzeit. Was? Gibt's noch Menschen, die so lange zusammen sind und Silberhochzeit gibt es noch? Wahnsinn. Bei uns ist nur ein Thema auch gekommen, das unlösbar erscheint. Als wir uns in den 20ern kennenlernten und bevor wir unsere Kinder bekamen, haben wir Spaß dran gehabt, uns bei Bettspielen zu filmen. Oh, 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 oh. Hoffe, es war nur Halma und Schach oder Dame vielleicht, wer weiß. Inzwischen ist es mir unangenehm zu wissen, dass dieses Material existiert. Ich bat meinen Mann, alles zu löschen, woraufhin er ganz unglücklich wurde, weil es ihm so viel bedeutete, diese Erinnerung an unsere Liebe zu haben. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich meine, klar, man denkt im ersten Moment immer Datenschutz, ich kann dich da auch verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, kann einen Mann verstehen. Weil, mein Gott, ihr seid ewig zusammen. Konnte ich das mit 90 noch angucken, wie ihr Rash heute Indoor Olympics hattet. Ja, kann ich verstehen. Vor allem, es gibt ja keinerlei Hinweise darauf, dass das auf OF versteigert wird, hier das Material, oder dass ihr euch trennt, oder ja. Ich habe nur ein Schuldgefühl, ihm das wegzunehmen, wie er sagt, fühle mich aber gleichzeitig erpresst, wenn er sagt, er leide so sehr darunter und ich soll im Gegenzug alle Fotos aus unserem gesamten Leben löschen, auf denen er drauf ist. Ja, also ich meine, das sagt er jetzt, glaube ich, einfach nur, um dir zu zeigen, wie er fühlt. Wenn er sagt, wie er fühlt, das ist aber keine Erpressung. Er sagt ja nicht, sozusagen, wenn du die Filme löschen willst, dann, weiß ich nicht, schmeiße ich unseren Toaster an Müll oder so, das wäre Erpressung, sondern sagt einfach nur, ich finde es ganz schlimm, das ist keine Erpressung. Wenn du es als Erpressung wahrnimmst, ist ein bisschen dein Thema so, ne? Gut, und das mit den Fotos, ich glaube, ich will einfach nur deutlich machen, ja, dass es für ihn Erinnerungen sind, ich glaube mir nicht, ne? So. Außerdem würde ich nicht zu ihm, uns in unserer Bettperformance stehen, wenn ich auf mein Verlangen bestehe. Die ganze Welt würde ihre privaten Filme vermarkten und Freude daran haben und sogar stolz drauf sein. Also scheine ich irgendwie nicht in Ordnung zu sein, wenn ich nicht will, dass solches Bildmaterial von mir existiert, auch wenn es für uns privat sein und bleiben soll. Ja, ich meine, du kannst natürlich, das ist deine Meinung, also natürlich darfst du dir haben, also nichts falsch mit dir, ne? Habt halt unterschiedliche Meinungen, das soll vorkommen. Äh,
Ich fühle mich manipuliert und erpresst. Ja, das kann ich hier nicht sehen. Ihr habt einfach nur, das ist halt unangenehm. Ihr habt eine deutlich unterschiedliche Meinung. Ne? Es ist sehr unangenehm, aber meiner Ansicht nach ist es keine Erpressung. Ne? Und sehe auch nicht ein, warum ich einen Grund oder eine Rechtfertigung brauche für etwas, was mein Bedürfnis ist. Naja, ich meine, wie gesagt, man kann da, wir haben ja so bestimmte Reflexe und wenn unser Reflex im Moment in der Gesellschaft ist ja Fotos, jemand will sie gelöscht haben, gut, kenne ich so als Content Creator natürlich, zack, löschen, 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 macht man sofort, ne? Aber ist es ja nicht öffentlich, ne? Also kann man ja im Moment drüber nachdenken, worum es da eigentlich geht. Und natürlich brauchst du keine Rechtfertigung. Er braucht aber auch keine Rechtfertigung, ne? Also er ist ja, also klar, ist, wie gesagt, heutzutage, aber im öffentlichen Raum nur, ne? Weiß nicht, wie man das privat, ist ja alles Privatsachen, die ihr da habt. Öffentlichen Raum ist natürlich so, dass das, wollen das jetzt nicht, diesen ganzen grässlichen Kram mit dieser Datenschutzverordnung, wollen wir jetzt nicht alles aufmachen hier, aber ist ja auch viele Sachen sind ja auch gut. Und klar, also häufig geht das Löschungsbedürfnis vor, ne? Aber ich meine, ihr habt, das ist ja ein Paarkonflikt, den ihr habt, ne? Also er braucht auch keine Rechtfertigung. Wir haben das Bildmaterial in unserer kinderlosen Zeit angefertigt. Und ich hatte auch noch kein Problem damit, aber als Mutter möchte ich nicht, dass es das gibt und möchte es gelöscht haben. Also ich kann das jetzt so, verstehe eure beiden Punkte, aber ihr wollt ja, du willst ja eine Meinung von mir haben. Also das ist jetzt nur eine Meinung, das ist jetzt keine juristische Aufarbeitung hier, ist einfach nur eine Meinung. Ich bin da eher bei deinem Mann, sag ich ganz ehrlich so, ne? Weil einmal gelöscht ist weg, ne? Es kommt nie wieder so, ne? Und wenn es gut gesichert ist, wer soll das jemals, wenn ihr das ins, auf dem USB-Stick ins Safe legt und zu, auf eure, für eure Kinder draufschlagt, bloß nie angucken. Gut, machen sie natürlich trotzdem, aber sehen, dass ihre Eltern sich mal sehr geliebt haben, auch körperlich, that's the fucking problem oder was nicht. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche geheimen Rituale dabei gemacht. Das hört sich jetzt erstmal nicht so an. Okay. Mein Mann scheint nicht drüber hinwegzukommen, dass ich meine Meinung dazu geändert habe und wirft mir vor, ich würde ihm etwas wegnehmen, das ihm viel bedeutet. Ja, deswegen dieser Vergleich mit den Fotos, glaube ich, ne? Er verspricht mir, es durch Codes und Passwörter gesichert zu haben, aber das reicht, interessiert mich nicht. Das ist schon ein bisschen, du willst ja meine Meinung hören, ein bisschen kühl, wie du ihn hier so abwartest, finde ich, ne? Wenn du sagst, interessiert mich nicht, ja, dann sagt dein Partner auch, es interessiert mich nicht, ne? Also, so kommt ihr ja nicht ins Gespräch irgendwie, ne? Seine Anfrage an mich, warum hast du so ein Problem damit? Steht doch zu dir. Meine Frage an ihn, warum kannst du Bettspiele mit mir nicht einfach live und real genießen und auf das Bildmaterial verzichten? Ja, also die Frage, die ich natürlich bei sowas immer habe, ist, gibt es vielleicht noch ein Thema dahinter, wenn das so hochkocht? Das solltet ihr euch vielleicht mal angucken, bevor ihr das löscht. Was ist das Thema dahinter? Also was, worauf seid ihr eigentlich getriggert? Bist du eifersüchtig auf dein, auf das, was ihr früher hattet, auf dein jüngeres Ich sozusagen, wie jemand mal geschrieben hat? Oder fühlst du dich im Jetzt kritisiert? Bist du jetzt nicht zufrieden mit dir? Also was auch immer da sein könnte, das würde ich mir mal angucken, ne? Bei Ihnen natürlich auch, ne? Oder nutzt er das als Vorlage oder ich meine, es bist immer noch du, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also irgendwas scheint mir jetzt zu sein, was vielleicht nicht ausgesprochen ist. Ne? Somit stecken wir in einer Pattsituation fest. Wäre das dann Anlass, eine Paartherapie zu machen? Also, ich weiß ja nicht, was da noch alles dahinter steht, aber viele Paare machen bei so, also das allein weiß ich jetzt nicht. Also wenn man es natürlich gar nicht gelöst kriegt und dahinter ein riesen, wenn das wie so ein Eisberg ist, ne, so ein Sippel über Wasser und darunter gibt es riesige andere Probleme. Ja, klar, also viele Paare kommen in Paartherapie mit so Themen, warum auch nicht mal nach der Wilbe-Hochzeit, mal so ein bisschen aufräumen, Revue passieren lassen, vielleicht gar keine schlechte Idee. Kommen mit solchen Entscheidungsproblemen in Paartherapie, ne? Wenn ich auch in meinem neuen Buch drüber schreibe, habe ich auch schon Liebescode drüber geschrieben, gibt es tolle Sachen, zum Beispiel innere Team aufstellen dazu, wie in so einer Fußballmannschaft, mal die Position des Partners vertreten, gibt es ganz lustige Übungen, ja. Wir lieben uns sehr, was Verlangen nach Bettspielen hat bei mir durch diese Angelegenheit sehr gelitten. Oh, krass, da mein Bedürfnis nach geschützter Intimität nicht erfüllt ist.
Also ich habe immer mehr das Gefühl, wenn ich das lese, dass es um irgendwas ganz anderes geht. Das sollte er vielleicht mal überlegen, weil er filmt ja, wir reden ja, oder filmt ja immer noch. Also kannst du sagen, jetzt möchte ich nicht mehr, dass gefilmt wird. Also wenn das so ein Riesenthema ist, da habe ich immer mehr das Gefühl, da ist irgendwas dahinter. Ne? Für mich sind Sicherheit, Vertrauen, absolute Präsenz im Hier und Jetzt nötige Voraussetzungen für Hingabe an Scham und angstbefreite Freudfalle. Bettspielerei ist ja auch gemäß der feministischen Polarität, die ich bei dir gelernt habe. Ich glaube, von feministischer Polarität bin ich jetzt nicht so der absolute Experte, aber gut. Er hat sich, ich weiß auch nicht, was du damit meinst, er hat sich auch von mir zurückgezogen und wir haben zurzeit gar keinen intimen Kontakt mehr. Ja gut, da kann ich jetzt die Frage nach der Paartherapie verstehen, weil da kommt ja immer mehr dahinter, ne? Also vielleicht hat er auch schon öfter das Gefühl, er muss zurückstecken. Ich weiß es nicht, das könnte nur ihr wissen, ne? Andererseits habe ich Angst, dass mein Mann seine Liebe zu mir verlieren könnte, wenn wiederum er sich von mir erpresst und fremdbestimmt fühlt. Naja, du erpresst ihn ja auch nicht. Also du genauso wenig, du sagst ja auch nicht, wenn du es nicht löscht, dann, weiß ich nicht, gebe ich unseren Kanarienvogel zum Nachbarn oder so. Beide erpresst euch nicht. Ich habe nur sehr aufgeladene, sehr unterschiedliche Meinungen. Warum Räumer, ne? Und ist auch richtig, ihr macht da eine Sache richtig, dass ihr auch nicht zu schnell klein beigibt, sondern überlegt, welches Wachstumspotenzial ist hier, ne? Also das finde ich genau richtig, dass weder du noch er so schnell, würde ich ihr auch nicht empfehlen, so schnell klein beizugeben, keinen von euch. Auch wenn ich, sag mal, ein bisschen mehr verstehen, also jetzt nur so persönlich, also jetzt als Meinung, würde ich, glaube ich, eher wieder an Mann denken, aber vielleicht hast du ja auch noch Gründe, die ja nicht zutage treten oder Dynamiken, die dahinter stehen. Ich würde da tatsächlich in diesem Zwiespalt bleiben und, aber was natürlich jetzt nichts bringt, ist darüber nicht in Kontakt zu gehen und darüber in Kontakt gehen. Das passiert ja auch in Paartherapie. Auch Teil meiner Ausbildung, die gerade gestartet ist, Paartherapie-Ausbildung, diesen Feuertopf, wie man das manchmal nennt, oder diesen Schnellkochtopf, nenne ich es oft auch, reinzugehen, wo man nicht gleich eine schnelle Entscheidung sucht, aber durchaus in den Kontakt geht. Aber ihr geht gerade nicht in den Kontakt, das macht ihr halt nicht so. Ne? Sehr unangenehm, aber sehr bereichernd. Was können wir tun? Ja, das könnt ihr tun. Und war gut, wenn das jetzt sich ein Riesenthema da aufbaut, warum nicht Paartherapie machen? Ne? Geht es anderen auch so oder sind wir so speziell? Ja, werden sicherlich viele in die Kommentare schreiben, aber ja, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich sonderbar bin oder gestört oder prüde, was ich ansonsten nicht bin? Nee, aber aus, glaube ich, Gründen, die jetzt nicht alle in dieser E-Mail stehen, ist es dir sehr wichtig und deinem Mann aber auch sehr wichtig. Und da kommt ihr halt gerade nicht weiter, ne? Und es ist so, also das ist jetzt keiner falsch erstmal so, ne? Es ist euch beiden halt sehr wichtig und kann, das ist auch, wie gesagt, okay, nur ihr müsstet an dieser Kontaktlinie, wie ich das immer nenne, in meiner Ausbildung, diese Kontaktlinie, da müsst ihr weiter arbeiten, ne? Müsst ihr weiter in diesen, ja, was früher Fritz Perl schon immer gesagt hat, Gestalterpapier, in dieses Feuer des Kontaktes gehen, so, ne? Darüber und auch, ist okay, wenn man nicht zu wissen, wie man da rauskommt, aber an dieser Kontaktstelle zu bleiben und dann wird sich schon eine Lösung finden, da bin ich mir ganz sicher, so, ne? Gut, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ja, ich merke es gerade so, ist doch ein bisschen länger geworden. Also, zweite E-Mail mache ich, glaube ich, zu dem Umgang mit Social Media, mache ich, glaube ich, ein extra Video. Und genau, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.